Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, im Kalender mal kurz nachgeguckt, welchen Wochentag wir haben, in der Hoffnung, dass ich da was erkenne, habe dann aber nichts erkannt, habe dann aber mich daran erinnert, dass ich schon eins habe für die Woche und dann gedacht, es muss Freitag sein. Ja, das war jetzt unnötig, aber gut. Heute ist Freitag und heute bin ich einen Riesenschritt weitergekommen in meinem Problem, in meinem Elektronikproblem. Und ich kann mit Stolz, Fug und Recht sagen, wir haben mehr oder weniger einen kleinen, großen, erfolgreichen Schritt gemacht. Trifft so, oder? Und auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wir tatsächlich ein ganz großes Stück weitergekommen sind. Und ja. Jetzt fühle ich mich total furchtbar. Das klingt jetzt total schräg, aber ich fühle mich furchtbar, weil ich mir denke, ich habe gerade was Riesiges geschafft. Ich habe was, einen immensen Schritt getan und ich sollte mich freuen. Ich sollte froh sein. Ich sollte, ja, ich sollte es genießen können. Und das Einzige, was ich dabei denke, ist, ich bin nur noch müde, ich bin erschöpft, ich habe keine Lust und ich bin deprimiert. Also, uns ist ein Angebot gemacht worden und das wollte ich gerne mit meinem. Mama, weißt du was? Nein, ich erzähle, was ich erzählen will. Ich habe keine Bocke mehr, hier irgendwas geheim zu halten, wenn ich platz bald und ich kann nicht mehr schlafen. Irgendwo muss ich es abladen. Irgendwo muss auch ich mal meinen Mist loswerden dürfen. Ja, aber du zählst nicht. Du bist wie ein Ein du bist wie ein Z du bist wie so eine, du bist wie eine zweite Leber. Ich hab dich, du tust ein bisschen die Sachen filtern, aber du, es ist nicht so, dass ich dadurch den Mist loswerde. Werd doch einfach mal zu einer Niere. Dann können wir drüber reden. Entschuldigt. Aber es ist auf jeden Fall, wir haben ein Angebot bekommen und das hätte ich gerne mit meinem Vater besprochen, aber wir mussten uns schnell entscheiden und so ging das nicht. Und deswegen hatte ich erstmal ein komisches Gefühl, weil mein Vater hat ja das Gerät gezahlt. Und wenn er dann nicht mitentscheiden kann, wie es weitergeht, finde ich das ein bisschen, fand ich jetzt ein bisschen doof, um ehrlich zu sein. Und ja, dann habe ich es noch aber am Abend erzählt und er hat dann auch gesagt, dass er das Angebot genommen hat. Das hat es mir dann auch ein bisschen leichter gemacht. Aber ja, wir haben jetzt noch einiges zu tun. Wir müssen jetzt noch einige Sachen vorbereiten und einige Sachen erledigen. Und wenn das dann erledigt ist, dann ist die Geschichte tatsächlich wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, durch. Und das Einzige, was ich so denke, ist, ich bin jetzt so an diesem Punkt, wo man so lange gekämpft hat, so lange gearbeitet hat, so lange sich bemüht hat. Aber ich glaube, auch meine Mama ist am selben Punkt, dass man jetzt an diesem kurz vorm Ende, man spürt, man ist kurz vor der Ziellinie, aber jetzt steht man gerade da mit der Wasserflasche in der Hand und keucht. Und man sieht die Ziellinie schon da irgendwo rumliegen auf dem Boden, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass sie ewig weit weg ist, obwohl sie eigentlich schon greifbar nah ist. Und dann muss ich immer dran denken, was mein Opa gesagt hat: Freu dich nie zu früh, weil es kann immer noch was schief gehen. Und ja, dann versuche ich mich nicht allzu sehr zu freuen, aber dennoch freuen. Und dann versuche ich dann doch wieder nicht, weil es könnte ja auch wieder was schief gehen. Und ja, ist irgendwie ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich bin. Aber alles in allem muss ich für mich persönlich sagen, dass es was ist, wo ich einfach endlich weitergekommen zu sein, endlich etwas mehr geschafft zu haben, fühlt sich auch erleichternd an. Und es fühlt sich auch an, als ob einem ein Stein runtergerollt von den Schultern. Allerdings möchte ich auch noch nicht an diesen Punkt ankommen, wo ich mich dann mehr oder weniger in die entspannte Hängematte reinfläze und sage, es ist jetzt gut, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt anfange zu sagen, es ist gut, dann fehlt mir die Kraft weiterzumachen. Also versuche ich weiterhin die Energie aufzubringen, um weiterzumachen. Und ja, so ein Teil von mir hat total Schiss, wenn ich aufhöre, diese Energie aufzubringen, dass ich dann zusammenkrache, weil dann alles einfach von 7 Monaten auf mich einprasselt. Aber ein anderer Teil von mir denkt sich auch, vielleicht passiert auch gar nichts und ich schlafe einfach nur danach wieder wie ein Stein. Aber ich kann sagen, ich habe gestern Nacht tatsächlich, also ab Donnerstag, vom Tag, also der Tag vom Mittwoch auf Donnerstag, da haben wir das erfahren.
Und gestern Nacht, da habe ich dann auch das erste Mal seit langem tatsächlich mal wieder richtig gut und tief geschlafen. Also es geht bergauf. Es geht bergauf. Man kann sagen, was man will. Und ja, es ist einfach wirklich, ja, es ist eigentlich was Schönes. Es ist was Schönes und es sollte und man sollte sich freuen, aber auch nicht zu früh freuen. Und ja, irgendwann erzähle ich euch die ganze Geschichte dahinter, wirklich. Habe ich schon mal bei was gesagt und habe es dann vergessen. Also, wisst ihr was? Da machen wir draus dann ein Spezial von 4, 5 Folgen und dann erzähle ich euch die ganzen Geschichten an einem Stück. Dann spare ich mir viel Zeit und ihr spart euch viel Zeit. Aber indem ihr entweder sagt, ich gucke es gar nicht, diese 4, 5 Folgen, ich werde die dann auch alle mit demselben Bild und mit demselben Titel bestücken. 1, 2, 3. Also, ihr werdet dann wissen, wann es soweit ist. Und ja, aber ich möchte euch auf jeden Fall jetzt nicht das Wochenende verderben, aber ich wollte euch einfach erzählen, dass es bei uns wieder bergaufwärts geht und dass es gerade sich auch, dass wir der Ziel gerade nahe kommen. Aber wir müssen jetzt tatsächlich bis Montag warten, bis wir dann die nächste Antwort bekommen, weil das ist jetzt natürlich der nächste Schritt und wenn wir die Antwort dann haben, dann sind wir eigentlich schon sehr weit. Ja, und dann müssen wir wahrscheinlich mein Zimmer staubsaugen. Meine Mutter meint, ich würde inzwischen in einem ganz schönen, in einer Unordnung leben. Also nicht so, dass irgendwie das Zeug rumliegt, aber ich habe schon ewig nicht mehr gestaubsaugt oder sonst was gemacht. Also bei mir ist gerade so total der Stillstand gewesen. Und das ist dann wahrscheinlich dann das nächste Projekt, das wir angehen, oder? Ja, ich habe es so berichtet. Ja, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch ein etwas entspannteres Wochenende haben und ich fühle mich auch schon viel besser. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir sehen uns dann übrigens wieder am nächsten Mittwoch. Da gibt es die Geschichte voraussichtlich noch nicht, aber ja. Ich hoffe, ihr werdet auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Ich versuche jetzt auf jeden Fall mir eine gute Zeit zu machen und das Wochenende zu genießen, zu schlafen, zu essen und Zeit mit meinen Eltern zu verbringen und natürlich auch mit kleinen Leochen. Und ja, zu den Amiibo-Karten gibt es noch nichts Neues. Aber da kann ich euch, wenn ihr möchtet, auch mal die Sammlung zeigen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Dann könnt ihr auch gerne auch anderes Zeug in die Kommentare schreiben. Und schreibt mir auf Twitter oder Facebook oder in der E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann wieder. Bis bald. Tschüss.